Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und ich bin ja immer noch im Drachengrab, wo wir ja mal nach hinten gehen und vielleicht Corny oder Conny bevor den anderen Möpsen legen, einfach mal so just for fun. Ja, einfach weil es kann. So, das sollte ja kein Problem sein. Alles andere, was hier noch rumrennt, zwei Minibosse müssten noch da, obwohl, ich weiß nicht, ob der Wiesel despawnt. Despawnt der die Wiesel, wenn vielleicht Conny gelegt ist. Deswegen mache ich das Wieselchen vielleicht doch eher. Komm, dann gehen wir erstmal den Wiesel hauen. Das müsste hier reingehen, ne? Ja, okay. Wäre zwar auch hinten reingekommen, aber muss ja nicht sein. So. Hier. Hopp. Flupp. Keine Ahnung, ob der noch getroffen hat. Scheinbar, weil die kommen mir nicht hinterher. Nun gut, dann entwieseln wir erstmal das Wiesel und dann sehen wir weiter. Den Magmaton kann ich ja erstmal stehen lassen, den können wir hinterher als Bonus noch legen. In der letzten Folge bin ich ja auch durch pure Dummheit einmal gestorben, weil ich mir einfach zu viel auf einmal vorgenommen habe und dann zu kurze Kreise gerannt bin. Ja, hatte halt alle Fernkämpfer noch am Hintern und habe die einfach mal stehen lassen. Das ist doof, soll man nicht machen. Tor zwischen was geht nicht, wieso geht die Tür nicht auf? Ich habe doch, einen Schlüssel habe ich noch. Brauche ich da einen speziellen? Ne, jetzt, okay, dankeschön. Die Tür ist auch leicht buggy, wie man sieht, aber naja, gut. Lässt sich nicht enden. So. Okay. Wiesel 1 von 15 haben wir schon. Deswegen nehme ich den ganz gerne mit. Weil, ja, ich hätte auch gerne 2 von 15 oder sowas. So, mal gucken. Das ist Karawan. Das ist Karawan. Das ist Feuerscheller. Das ist Wiesel. Okay. Dann kann ich auch mal hier die hier mit draufhauen. Hopp. Die Karawane fallen schon um. Jetzt nur noch die zwei, wie heißen sie denn? Mike Kruger. Die sollten noch sich deaktivieren. Dann kann ich hier in aller Ruhe das Wiesel verwieseln. Okay, Stun ist drauf. Und drauf da. Ich glaube, ich bin ein bisschen verkehrt gelaufen. Ist aber egal. Oh, da spawnt doch schon wieder Karawane. Dann gehe ich mal weiter. Ich glaube, ich muss hier noch. Hopp, weiter runter. Plupp. Und plupp. Gleich haben wir Wieselchen auch tot. Armes Wieselchen. Put, 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 put. Armes Wieselchen. Ja, Efeuschuhe. Die droppen sogar was. Das ist neu. Also, neu ist es nicht, aber es ist selten. Efeuschuhe. Gucken wir uns jetzt mal an. Was ist das hier? Kreuzritter, Gestkopf. Da kriegt man schon mal was und dann so ein Scheiß. Ernsthaft? Na gut. Was willst du machen? So, ich laufe verkehrt. Hier lang. Da lang. So, schauen wir mal, was jetzt wird. Wie gesagt, theoretisch, ja gut, Conny durfte nicht so stark sein. Müssen wir nur aufpassen, dass er uns nicht so trifft. Ich ziehe ihn einfach die ganze Zeit durch die Gegend. Theoretisch kann es ja sein, dass er auch mal, oder er wird auch irgendwann was spawnen. Dürfte aber jetzt nicht so wild sein. Periodischer Schaden, den kriege ich aber nicht durch einen Medizintrank oder sowas weg, ne? Ich habe ja keinen Medizintrank mehr, den habe ich schon weggeschmissen. Toll. Okay. Geschick brauchen wir nicht. Schutz. Und jetzt zählt es auch nichts mehr. Nee, brauchen wir nicht. So, komm. Wir hauen hier alles um, was größtenteils halt das ist, was übrig geblieben ist. Die ganzen Fernkämpfe und so weiter und so fort. Da, wo ich halt im Kreis gerannt bin, wo es mich einmal das Leben gekostet hat. Ein zweites Mal nicht. Kannst du vergessen. So. Hau zwar trotzdem mehr auf die Fernkämpfer, weil die momentan halt den größten Aua machen. So. Aber... ja, wir räumen hier auf. So. Okay, das waren sie. Nur noch zwei Schellers. Und dann ist Feierabend. So, ein Boss steht noch. Gucken wir mal, was in der Kiste ist. Jupp, bidu, bidu. Also wie gesagt, ich hatte die ja schon mal gesucht und hatte keine gefunden. Es kann sein, dass die Instanz dann in dem Moment aktiv sowieso buggy war. Es ist möglich. Es ist aber auch möglich, dass das hier eben der Bug ist, dass die Kiste jetzt schon da ist. Wer weiß. Ich weiß es nicht. 3 Minuten, also immer noch über 3 Minuten. So lang warte ich jetzt nicht. Da muss ich halt mit dem zusätzlichen Schaden noch leben. Na, geh ran. Jetzt. Irgendwie kommt mir das heute alles ein bisschen bläh vor. So, da ist Conny. Blüpp. Phantom Cornelius. Die alte Nuss. So, kommt mal mit, ja? Hat er mir schon die Waffe geklaut? Ne, wollte gerade sagen. Hopp. Und hopp. Wenn mir die anderen nicht folgen, soll es mir auch recht sein.
wichtig ist. Also ich... Aua, hör auf. Jetzt hat er die Waffe geklaut. Lilililililililil. Ich ziehe den jetzt durch die Gegend. Ja, die Karawane hauen schon ab. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Die brauche ich nicht. Nün, nün, nün. Ja, ist dann, dass der durchgeht, hätte ich auch nicht erwartet. So, okay. Weiter geht's. Wie gesagt, ich will möglichst wenig Schaden abbekommen. Deswegen ziehe ich den die meiste Zeit durch die Gegend. Das schadet, denke ich, nicht mir. Und allgemein niemanden nicht. Weißt du mal, wo willst du hin? Kommst du mit? Bumm. Hat keine Lust mehr oder was? Willst du nicht weitergehen? Komm. Komm, ich bin Jäger. Ich ziehe dich bis zum Ende. Meine Güte. Alles muss man dir zeigen hier. Hier lang. Hallo, nicht wieder umkehren. Junge, Junge, Junge. Alles ist schlimm. Wir kehren dann selbst gleich um, sobald wir hinten angelangt sind. Ne? Du musst mir schon folgen, wenn ich dich töten soll. Also ehrlich. Lalalala. Oh, Waffen geklaut. Wie fies. Hm? Nährpass gespawnt. Okay. Hopp. Lalalala. Nee, so geht das nicht. Obwohl, man bleibt halt kurz stehen für den Kraftschuss. Das könnte man machen. Schnell mal einen Trank hinterher gehauen. Dann geht leider nicht. Schade, 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 schade. So, hopp. Oh, Mist. Mist. Das tut mir aber leid, dass du mich gemisst hast. Mein kleiner, kleiner Phantom-Cornelius-Freund. Lülülülülü. Aua, hör auf. Lass den Scheiß. Mit Waffe klauen und so. Und ihr lasst mich auch in Ruhe, bitte. Aha, aha, aha. So. Und so. Und so. Und so. Komm, Nerpas, fällt um. Da lief Nerpa. Ja, die habe ich sowieso gerade im Blick. Das ist nicht so schön. Conny wieder haben. Das ist schöner. So. Also nicht, dass er schöner ist. Er ist nur halt, ist günstiger. Im Allgemeinen. Lululululul. Komm, mein Freund, komm, mein Freund. Put, 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 put. Connylein ging allein durch die weite Welt hinein. Viert mich jetzt die alte Sau. Ich glaube, ich werde zur Frau. Das war jetzt komisch, dieser Reim. Doch manchmal muss das eben sein. Meine Armee ist weg. So ein Dreck, zieh ich sie wieder ein. So. Lululululul. Wie gesagt, wenn ich alle Inventarplätze voll hätte, wäre es kein Problem. Dann bräuchte ich, ja, könnte mir die Armee ja nicht ausziehen, aber naja. Gut. Ist halt ein Problem, weil sie eben nicht alle voll sind. Was mache ich hier? Ich bin hier vollkommen verkehrt. Ja gut, komm, laufen wir im Kreis. Komm, hier hinten dürfte eigentlich keiner mehr drinstehen. Außer ein paar, ja, Kruger. Warum auch immer die noch rumstehen. Ich dachte, ich hätte alle mitgenommen. Oh, mein Freund, du hast es fast geschafft. Du hast es fast geschafft. Andersrum. Wupp. Ah, schon wieder die Waffe geklaut. Es ist doch zum Mäusemelken. Oder zum Jäger. Oder. Ja, Drachentöten. Es ist zum Drachentöten, genau. So, Drache tot. Ende gut, Drache tot. Oder so ähnlich. Ja, 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 of course, ja, I shall return, ja, ja, der kehrt zurück, das ist mir schon klar. Nichtsdestotrotz, oh, ich habe mein Prozent wieder rein, haha, na, umso besser, hopp, den Lebenstrank und das Ding nehmen wir auch mit. Und dann legen wir halt noch den Magmaton. Weil es könnte ja sein, dass die was droppen, es könnte ja sein. Lalalalalala. Und ich denke, dann können wir uns auch erstmal in aller Ruhe wieder dem Tagesgeschäft der Rhinos zuwenden. Weil wegen ist so. Blub, blub. Ich denke, es wird aber trotzdem keine längere Aufnahme. Es ist nämlich schon 18 Uhr und muss ja auch morgen Frühschicht. Dann muss ich halt Mittwoch oder Dienstag, besser gesagt, das erste, was ich mache, ein oder zwei Fiesta-Folgen. Ja, so wird es sein. Obwohl für Dienstag schon wieder die nächste Minecraft-Aufnahme angesagt ist. Fallout habe ich ein paar mehr Folgen heute geschafft. Das ist gut. Ja, wie gesagt, für die habe ich sowieso angesetzt. 2 bis 3 Folgen. Müssen wir mal gucken.
Notfall könnte ich auch sagen, komm, ich gehe nochmal rein und hau noch einen Wiesel. Wäre ja auch eine machbare Möglichkeit. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Andererseits, nee, Yoshi ist gerade offline. Das heißt, ich kann ihn nicht zum neu in die Gruppe laden. Ja, fragen und so. Das wäre doof. Plup, plup, plup. So. Solange gestunt ist, alles kein Problem. Jetzt ist es nicht mehr, dann gehen wir mal lieber weiter. Weiter, nicht in die Ecke. Da haut schon wieder rein. Lalalalalala. Bam. Eine Hose der Detonation. Sehr schön, die nehme ich mit. Eine Detto-Hose. Bessere Skill, Stats, bessere Stats, bitte, bessere Stats. Das ist doch scheiße. Das ist doch so eine Scheiße. Warum droppt so ein Zeug überhaupt? Manu. Also falls es jemand will, sagt Bescheid. Beziehungsweise sagt halt auch mal ruhig Bescheid, wie viel das Zeug eventuell kostet. Oder wie viel ich dafür in den Shop stellen würde. Dann würde ich mich bei Gelegenheit mal wieder hinstellen, wenn ich Gelegenheit finde. Und einfach einen Shop aufmachen und das Zeug für billig verkaufen. Ansonsten gucke ich da einfach mal selbst nach den Preisen so ungefähr. Jetzt billig verkaufen für Gold. So, hopp und hopp. Ich mache das jetzt wirklich so. Ich gehe jetzt einfach nochmal raus. Nee, geht ja nicht. Wie gesagt, ist ja keiner da. Ich gehe einfach nochmal raus und mache noch einen Wiesel. Aber ja, hinüber geht nicht. Mensch. Mist. Flup. Und flapp. Ein. Bam. Sehr schön. So weit, so gut. Mein lieber Knut. Raus. Drachengrab. Normal abbrechen. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, ist noch nichts da. Nein. Ich müsste entweder warten, bis hier dieses Möchtest du verlassen kommt. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Aha, weil ich einfach davor stehe. Lady in Blue, Maurizio. Mhm, schöne Namen. Ja, mal kauen. Mal kauen vor allem. Mal kauen. So, was hätten wir hier noch? Brennende Höhle hätten wir noch, den Steini. Und ansonsten 60 für Gargoyles und ja, die Wiesel fehlen halt noch. Hm. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Anwesenheit geprüft. Das ist sehr schön. Hm. War ich gestern da? Kann mich nicht erinnern, gestern überhaupt. Ach doch, ich habe ja auch zwei Folgen aufgenommen. Ja, die von heute und die von gestern. Und naja, diese zwei Folgen waren es halt, die es halt auch über die Anwesenheit geschafft haben. Genau wie jetzt. Es ist niemand drin, möchtest du verlassen? Ja, jetzt kann ich wieder rein. Okay, mehr will ich doch nicht. Dankeschön. Und da ich die Gruppe noch habe, nochmal. Noch einmal. Nur nochmal Wiesel, weil wie gesagt, jetzt haben wir 2 von 15. Die anderen kriegen wir auch so hin. Flup. Die anderen Bosse lasse ich einfach mal, oder ignoriere ich dann einfach mal eiskalt mal. Flip, flap, flup. Pferdchen im Galopp. So, hopp. Uah. Ist aber auch viel Zeugs hier. Aber ich finde es cool, dass die halt wirklich hier drin ein paar Fähigkeiten haben, die nicht jeder hat. So, da hinten ist die Kiste. Hm. Hopp. Silberner Schlüssel nehme ich mit. Lebenstrank nehme ich mit. Okay, dann gehen wir weiter. Also wie gesagt, die Kiste zum Boss scheint schon da zu sein. Nur irgendwie, ja. Weiß nicht, ob die immer da ist oder nicht. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir Conny einfach nochmal mit. Einfach mal just for fun. Dass ich nochmal hinrenne dann, nachdem ich den Wiesel gekillt habe. Alles aus dem Weg räume. Und dann Conny nochmal mache. Komm, jetzt bin ich hier drin. Ach, was soll's. Ach, was soll's. Ja, so machen wir das. Ich renne hier erstmal hin und her. Mach alles weg, das ist nicht schwer. Alles tut, das ist so schön. Weil anders wird es hier wirklich nicht gehen. Hopp und hepp. Und hepp. Sprint habe ich drin, jawohl, okay. Okay, ein paar. Zumindest die ganzen Nahkämpfer werden mir jetzt schon ja, umgefallen sein. Die Fernkämpfer werden noch ein bisschen hinterher rennen. In der Hoffnung, dass die jetzt auch durch ein oder zwei Schüsse, ja, umfallen. Sehr gut. Das sieht doch gut aus. Jetzt sind es nur noch die hier. Und ein paar Überbleibsel, die scheinbar stehen geblieben sind und mich nicht hauen wollten. Interessant, sowas gibt's auch. Jetzt kehrt er um. Hey, Karawan! Sowas.
Alles muss ich dem selber sagen hier. So, und ihr auch hier, ihr zwei. Kommt mal her, ja. So geht das nicht, mich einfach hauen wollen hier. Muss ich mal ein Veto einlegen. So, apropos Veto. Mein Veto geht, dass die Folge jetzt noch länger geht. Ich muss die leider hier beenden. Es tut mir ja leid. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.